Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine lieben Gäste und ganz besonders die Gäste auf unserer Ehrentribüne. Ich durfte im vergangenen Jahr an einer Veranstaltung einen älteren Mann kennenlernen, der sagte, ich möchte im Frieden mit meinem Vaterland sterben dürfen. Dieser Mann war ein nach § 175 verurteilter Homosexueller, ein Paragraph, der diesen Mann zum Verbrecher machte, ein Paragraph, durch den viele ihre Arbeit und ihr Ansehen verloren, an dem Familien und Existenzen zerbrachen. Für viele war es der soziale Tod und manchen trieb es tatsächlich in den Suizid. Wenn man im Archiv der anderen Erinnerungen der Magnus-Hirschfeld-Stiftung die Schicksale der Zeitzeugen verfolgt, dann macht das tief betroffen. Aus dieser Betroffenheit heraus war es der Unionsfraktion und meiner Kollegin Dr. Sabine Sütterlin-Waag und mir ein großes Anliegen, die Rehabilitierung dieser Männer moralisch, gesellschaftlich, politisch und jetzt auch endlich rechtlich voranzubringen. Die auch nach 1945 fortgesetzte Kriminalisierung und Stigmatisierung Homosexueller und ihre drastische Behinderung in der Entfaltung ihrer Persönlichkeit verstößt aus heutiger Sicht klar gegen das freiheitliche Menschenbild unseres Grundgesetzes. Deshalb war es auch richtig, dass nach der Abschaffung des Straftatbestandes im Jahr 1994 sich der Deutsche Bundestag im Jahr 2000 mit einer einstimmigen verabschiedeten Resolution bei den verfolgten Homosexuellen für das erlittene Unrecht entschuldigte. Nachdem nun im vergangenen Jahr das Gutachten der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ebenso wie ein unionsinternes Expertengespräch der AG Recht und AG Familie Möglichkeiten zur verfassungsmäßigen Umsetzung aufzeigt haben, machen wir nun den nächsten Schritt mit dem Gesetz zur Rehabilitierung. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, mit dem vorliegenden Gesetzentwurf betreten wir verfassungsrechtliches Neuland. Es muss klar sein, dass eine gesetzliche Regelung dem Gewaltenteilungsgrundsatz gerecht wird. Denn Rechtssicherheit gehört zu den Grundpfeilern unseres Rechtsstaats und gerade in Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, diese nicht aus den Augen zu verlieren. So müssen wir beispielsweise darauf achten, dass der Kreis der aufzuhebenden Urteile nicht zu Wertungswidersprüchen führt, mit Verurteilungen aufgrund von anderen Strafvorschriften. Wichtig ist auch, dass wir keinen Präzedenzfall schaffen. Für diese Urteile nach § 175 ist dies aber auch deshalb ausnahmsweise gerechtfertigt, weil es ausschließlich um die sexuelle Orientierung und um einvernehmliche Handlungen geht. Das heißt, die Verurteilten haben niemanden geschädigt. Es gibt keine Opfer außer die Verurteilten selbst. Es ist wichtig, die äußerst schwierigen und komplizierten verfassungsrechtlichen Voraussetzungen, die mit diesem Gesetzentwurf verbunden sind, zu beachten. Sehr viel hat der bayerische Justizminister Professor Winfried Bausbach dazu beigetragen. Und dessen Empfehlungen finden wir auch im vorliegenden Gesetzentwurf wieder. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, dass wir die Rehabilitierung der betroffenen Männer noch in dieser Legislaturperiode auf den Weg bringen können. Es hat lange genug gedauert. Und ich bin stolz, als Mitglied dieses Bundestags dazu ein bisschen beitragen zu dürfen. Danke, dass ich heute als Nicht-Juristin und als CSU-Politikerin sprechen durfte. Dankeschön. Und danke auch an meine CDU-CSU-Bundestag-Fraktion, auch aber an die Mitglieder der interfraktionellen Arbeitsgruppe
und ganz speziell an meine Kolleginnen Dr. Sabine Sütterlin-Waag und Lisa Winkelmeier-Becker für die tolle Unterstützung und die mir auch halfen, diese Rehabilitierung auf den Weg zu bringen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ein schönes verlängertes Wochenende. Vielen Dank. Damit ist die Aussprache für heute beendet. Die Fraktion